Mein Name ist Eva Ernst-Jeditz, ich bin 39 Jahre alt, aktuell Bundesrätin und ich kandidiere auf der Landesliste der Wiener Grünen für den Nationalrat. Die Grünen haben die letzten 17 Monate enorm im Parlament gefehlt. Das waren 17 Monate eiskalter Sozialabbau, mehr Überwachung für Bürger und Bürgerinnen, Angriffe auf die Pressefreiheit und Rechtsstaatlichkeit genauso wie die Demokratie und eine Ausrichtung in die Vergangenheit statt in die Zukunft. Es geht in den nächsten Jahren um nichts Geringeres, als das Überleben unseres Planeten zu sichern. Und das betrifft jede und jeden Einzelnen von uns. Ein Teil meiner Familie lebt im Weinviertel und dort höre ich sehr oft von den Bauern, dass sie Angst haben, dass sie aufgrund der Dürre, der Trockenheit nicht mehr von dem leben werden können, was ihre Existenzgrundlage im Moment ist. Das heißt, eine Wende in der Agrarpolitik ist irrsinnig wichtig, auch für Österreich. Investitionen in Mobilität und Verkehr weg von der Straße hin zu Schiene sind ganz, ganz sicher dringende, genauso wie machbare Alternativen, die wir dringend angehen müssten. Ich denke, ich bin keine Person, die sich ohnmächtig fühlt, sondern im Gegenteil. Ich habe immer schon versucht, die Verhältnisse mitzugestalten und zu ändern. Und gerade die letzten 17 Monate haben gezeigt, wie wichtig das ist, dass es hier starke Stimmen aus der Bevölkerung gibt, dass es eine Partei wie die Grünen gibt, damit eben sich das nicht verselbstständigt und die Menschen, die Bevölkerung, das Gefühl bekommen, dass nichts mehr machbar ist. Am 29. September geht es um unsere Zukunft. Wähl die Grünen wieder zurück ins Parlament.